Ja, wir sind auf der New Housing und wenn man unterwegs ist mit seinem Tiny House, dann will man ja auch ein bisschen Camping machen. Und damit man ökologisch unterwegs ist, alles elektrisch mit dem E-Bike, hier in dem Fall ein Big Ruffy, was drauf ist. Big Ruffy, gesponsert von der Orange Bike hier in Karlsruhe. Der Steffen hat uns drei zur Verfügung gestellt und somit können wir den hier auch vorstellen und der kann hier auch gezogen werden. Und auch mal, dass die Leute den probieren, genau. Ja, ich habe ein kleines, muss ich sagen, haben wir schon probiert. Ja. Rough Cycles, in Deutschland gebaut, aus Stahl, nicht ganz leicht, aber es geht um den Fahrradanhänger. Der wird in der Türkei gebaut? Der ist in der Türkei erfunden worden. Der Founder ist der junge Mann, der da steht, das ist der Fevzi Aras. Wir haben eine Vertriebspartnerschaft, ich habe das Startup mit übernommen, wir haben es weiterentwickelt und werden jetzt in Deutschland weiter in der Manufaktur in Berlin das produzieren. Dein Name? Hakan Ural heiße ich. Hakan Ural, das klingt wie ein Künstlername. So, ich bin einer. Sehr geil. Was hast du für ein Background? Bist du Handwerker? Ich komme aus dem Bauwesen eigentlich tatsächlich. Lieber aber es zu produzieren, bin sehr innovativ, fördere auch gerne Startups, wo ich teilweise übernehme, entwickle gerne. Ja, und das ist hier unter anderem genauso ein Produkt, was von dem Herrn Aras Fevzi entwickelt worden ist, auch als Prototyp gebaut worden ist. Das haben wir jetzt hier auf der New Housing, wo es eigentlich nicht umgehört. Es ist nämlich ein Fahrradkaravan. Ja, kommt trotzdem gut an. Genau, das ist das, was wir sehen wollten. Wir wollten sehen, wie es ankommt. Kann ich gut? Das ist der Herr Aras, Fevzi. Das ist die. Hallo. Hallo. Deutsch? Englisch. Nichts Deutsch. Okay, wunderbar. Und du bist Idil. Idil. Ihr habt so geile Vornamen in der Türkei, die finde ich so klasse. Also wir können nicht nur GfK, wir können auch Vornamen. Ja, wir können auch Vornamen. Du bist aber Berliner, oder was? Ich bin Berliner, ja, gebürtiger Berliner, aber sehr oft in der Türkei gewerblich auch dort tätig. Habe dann eine Manufaktur für Interior Design, Leichtbaumöbel, die können wir im Anschluss auch vorstellen. Arbeiten Customize in allen Bereichen. Also wie ist dein Türkisch noch? Unglaublich gut. Kennen die Türken, dass da irgendwas nicht stimmt? Wieso? Dass du Berliner bist, da vielleicht ein Berliner Akzent im Türkischen? Also Berliner kann ich tatsächlich auch, aber das ist nur, wenn ich immer wütend bin. Dann gehe ich mit Icke und klappt alles ganz gut. Aber ist das nicht cool, was hier entstanden ist und dass die Türkei immer näher kommt? Weil wir berichten ja viel über die Türkei, ja. Weil gerade GfK, ganz viele Aufbaukabinen kommen aus der Türkei. Alleine da, wo ich jetzt gerade gewerblich ansässig bin, ich komme ursprünglich eigentlich aus Hatay, dort hatten wir ein größeres Werk und eine Manufaktur, wo wir auch viel gebaut haben, aber nach dem Erdbeben bin ich nach Izmir gezogen, was ja sehr europäisch angehaucht ist. Und auch dort ist mittlerweile die Nachhaltigkeit, die wir in Deutschland, wo wir Innovation und Nachhaltigkeit, ist dort angekommen. Und da ist ein GfK, wir bauen Boote ohne Ende, also vor allem in Izmir und Smyrna wird sehr viel GfK verbaut, das ist richtig. Can you go into the trailer, please, for me? Is this possible? Yes. No, you. Are you too big? Ha, Schan, wann geht es? Ja, genau. Ich habe nämlich gedacht, weil er hat nämlich die richtige Größe dafür. Er hat die richtige Größe, die passen auch zu zweit. Man muss sich sehr gut mögen, um da auch. Oder Bauf? Ja, Bauf. Also die aber mögen es geht. Man muss sich sehr mögen. Ne? Also es kommt jetzt auch noch eine Offroad-Variante innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate raus, wo wir halt etwas breiter bauen werden. Aber wie ihr gleich seht, seht ihr, dass tatsächlich zwei, die sich sehr mögen, auch da Platz übernachten haben können. Ne? So, ist vielleicht ein bisschen kurz für definitiv, den. Definitiv, für ihn. Wir müssen, ja. Er ist nicht der Founder ist nicht unbedingt, hat nicht die optimale Größe. Er ist 1,95, glaube ich. You are 1,95 Meter. Yes. Say yes. Yes. Yes, okay. Er hat ja gesagt. Thank you so much, you can come out. Und ja, das Coole ist hier das Gewicht, denn das Ding darf ja nichts wiegen. Das Gewicht, also ich bin nicht der Fahrradfahrer, aber ich bin gefahren tatsächlich mit einem E-Bike, spürst überhaupt nicht, 48 Kilo. Das aktuelle Gewicht hat eine Zuladung während der Fahrt von 35 Kilo und im Stand bis zu 120. Momentan sind, glaube ich, knapp 160 Kilo eingestiegen. Sehr robust. Wie gesagt, man kann sich auch auf neue Varianten freuen. Es gibt noch mal ein Upper Class, es gibt viele Add-ons und ein Offroad, was noch in diesem Jahr in der Konzeption ist und auch entwickelt wird und dann auch auf den Markt kommt. Ja. So, TÜV ist wahrscheinlich alle 2 Jahre. Das ist klar, genau. Das ist wunderbar, dass Sie die Fragen auch gestellt haben. Die Farben gibt es denn so und so? Wir haben Retrofarben gewählt tatsächlich. Ein Orange gibt es, das kann man auch auf der Seite roadsnailcamper.de. Da kann man tatsächlich auch auf der Seite das dann auch sehen. Da gibt es 4 Farben. Aber geht auch Customize, also alles, was halt eben in dem Bereich nochmal gewünscht werden wird. Wir können auch wegen geringen Aufpreis, ich sage es nochmal, geringer Aufpreis, können wir auch Wunschfarben machen. So,
So, und das heißt, du hast ja schon gesagt, Solar geht dann später Dünnschicht obendrauf fest und in Verbindung mit eurer schönen Anker Powerstation, die dann kommt, kann man das Ganze machen. Licht hat es auch noch mit drin. Vielen Dank fürs Einschalten. Das Ganze von Rolled Snail Camper, der E-Bike Camping Anhänger, der perfekte Begleiter für dein Abenteuer und Auszeiten. Und so stellt ihr euch das vor. Das heißt, da vorne ist jetzt der Kitesurfer. Für dich einmal, das ist Alaçatı, das ist in Izmir, da wo du meintest, Türken können GFK, das können sie. Und das ist genau der Ort, wo wir gefilmt haben. Das ist Alaçatı bei Çeşme, unheimlich große Marina. Also wir haben wirklich sehr viel, auch mittlerweile sehr hochwertige. Das hier ist die Madame hier, die da sitzt. Das ist die Madame, das ist wirklich vom Founder. Das ist halt eben auch, das ist alles viel Familie auch. Da haben wir wirklich schöne Filme gehabt. Also wir haben da schöne Filme aufgenommen. Und ja, und das sind die Farben, die du gerade hier siehst, die aktuell gerade im Netz sind, die man bestellen kann. Sag mal, das Erdbeben war wirklich schlimm, weil da spricht im Moment kein Mensch mehr drüber. Viel schlimmer. Also ich komme direkt aus der Erdbebenregion. Meine Heimat ist Hatay, direkt Grenzgebiet Syrien. Habe selber auch viel verloren. Ich hatte ja vorher die Manufaktur und Showroom dort. Ist zum Abriss auch freigegeben worden. Also schlimmer als gedacht. Bis heute leben auch noch Menschen. Weißt du, mich so, die Medien, die haben am Anfang darüber berichtet und jetzt ist das irgendwie tot in den Medien. Das ist der Mensch. Für den Moment, eine Woche, 10 Tage, 2 Wochen war alles aktuell. Alle haben geholfen. Die gesamte Welt, ob Deutsch, Deutschland, also Deutsch, Deutsche, Türkisch, Deutsche, überall kam unendlich viel Hilfen. Aber wir vergessen auch leider Gottes sehr schnell und gehen wieder in die Routine, in diesen Hamsterrad und vergessen es leider. Ist schade, aber ist es dem so. Es geht aber gut voran. Es wird auch wieder alles aufgebaut. Es ist ein unglaublich, es sind 11 Bundesländer. Überleg mal, 11 Bundesländer, die mit einem Staat, die davon betroffen waren. Überleg mal. Wie viele gibt es in der Türkei, Bundesländer? Wie Deutschland, 11 Bundesländer. Ne? Wie viele insgesamt gibt es in der Türkei? Wie viele Einwohner meinst du? Bundesländer. Bundesländer. 81. 81. Davon also rund. 11, aber einer der die größeren. Platz weg. Also über 10% kaputt. Unglaublich kaputt. Aber ja, es kommt wieder. Ist das da? Genau, die Frau Scher, du machst das Marketing, oder? Ja. Weil du rennst die ganze Zeit rum, machst Instagram-Bilder. Insta? Nein. Aber was machst du denn? Ja, natürlich. Okay, du bist auch aus Berlin. Ich bin aus Berlin, ja. Wo seid ihr in Berlin? In welchem Bezirk? Tegel sitzen wir tatsächlich. Wo liegt das? Was? Im Norden. Es ist unspektakulär. Ist das ländlich? Nein, Berlin. Ja, es gibt ja auch ländliche Gebiete, Bezirke in Berlin. Also die doch gibt es wirklich. Ja. Es gibt denn Außenbezirke. So, hier sind wir. Toller Hänger. Hat zwar nichts mit Modern, obwohl, ist so ein Modern Housing schon. Das kleinste Tiny House überhaupt und Rolled Snail Camper. Es ist halt, die Schnecke trägt ihr Haus unterwegs. Ne? Deutschland ist halt Campingland und warum nicht das zu Hause mitnehmen? Also. Vielen Dank fürs Einschalten. Dein Name? Juliane. Tschüss, Juliane. Tschüss.